Doch. Siebter Teil. Odyssey im Auftrag des Königs wird weitergespielt. Und zwar, wir hatten ja im sechsten Teil, im sechsten Teil haben wir ja jetzt endlich Olex Laute wieder gefunden und ihm zurückgegeben. Währenddessen haben wir noch ein paar Informationen über Bücher bekommen, die wir zu unserer Grundausbildung brauchen. Da haben wir also den Ralf getroffen und den Herbert. Also den Herbert, den Hauptzuherbert da. Gut, den Hint haben wir bekommen, dass in Ralfs Truhe ein Buch ist. Und da möchte ich ganz gerne mal gucken. Muss ich mal überlegen. Da muss es doch irgendwo zu den Betten gehen. Das ist doch alles nur. Ich schätze mal in der alten Kammer. In der ersten Kammer, wo ich sozusagen aufgewacht bin. Hier sehe ich jetzt gerade ein Schreibpult. Brief schreiben. Ach, das geht sogar. Brief an die Eltern. Vater und Mutter. Habe ich jetzt geschrieben? Und wer verschickt das? Das hat er wirklich nicht verdient. Brief an Eltern 1. Oh Gott. Ich brauche ja meine eigene Meinung. Liebe Mutter, lieber Vater, lange Zeit habe ich von euch nichts mehr gehört. Wie geht es euch? Ich hoffe gut. Leider kann ich euch nicht sagen, wann ich euch wieder besuchen werde. Ich hoffe aber, dass wir uns bald wiedersehen werden. Euer Roland. Na, das ist doch mal ein netter Roland, ne? Das ist eine schlimme Sache. So, dann müssen wir mal die Truhen gucken. Wo hast du das denn schon wieder her? Ja gut, okay, ich kann zwar jetzt Schlösser knacken, aber ich will jetzt die Truhe von Ralf wissen. Na, das ist Jonas' Truhe. Das ist Truhe und dort ist, was ist das für Truhe? Jonathans Truhe, der Koch. Ich weiß langsam Jonas nicht mehr, Jonathan. Was ich glauben soll. Schauen wir mal in unsere Kammer. Hier gibt es auch Truhen, jede Menge. Neutrale Truhe. Ich handle stets in Inos Namen. Ich hab so einiges gehört. Wer erzählt denn sowas? Ralfs Truhe. Den Schlüssel haben wir ja. Wo hast du das denn? Und da haben wir das grundlegende Wissen über Geschicklichkeit, Vergessen und Schlaf. Ich hätte das lecker Brot. Meine Meinung will ja keiner hören. Dann lesen wir mal. Das hätte ich dir vorher sagen können. Aus dem Buch der Geschicklichkeit. Von mir hat er das nicht. Wie wird man geschickt? Das habe ich auch gesagt. Geschickt zu sein bedeutet, was zu können. Wer diesen Grundsatz versteht, trägt die beste Voraussetzung in sich daraus, was zu machen. Geschick ist überall erforderlich. Ohne Geschick gelingt einfach nichts. Mit Geschick haben wir Erfolg, ohne Geschick haben wir keinen. Was aber müssen wir tun, um geschickt zu sein? Jeder Mensch hat Neigungen und Fähigkeiten. Diese sollte erfolgen. Und darin steckt schon der Schlüssel zu geschicktem Tun. Denn jeder kann etwas. Man muss also nur probieren und experimentieren. In kurzer Zeit erfährt man dann schon, wo man Geschick hat oder keins. Traut euch was zu, vertieft das Gelernte, umso geschickter werdet ihr. Graf Wilbert von Canvas. Der Canvas, ne? Das liegt doch auf der Hand. Gut. Okidoki. Hab ich noch irgendwie eine bekannte Truhe? Das ist ja meine. Das sind doch alles nur Gerüchte. Man erzählt sich ja so. Ich hab da meine eigene Meinung. Ja, wann Probleme habe ich kommen sehen. Das gibt doch nur noch mehr. Knacken. Ich kann das nicht mehr hören. Will ich das? Will ich das? Weiß ich nicht. Das hat er wirklich nicht verdient. Nee. Soll ich knacken? So steht es in den Heiligen Schriften. Ich kann das nicht mehr hören. Den Schlüssel hat er eher. Soll ich knacken? Glaubst du wirklich? Lass uns erst okay. Mal gucken, was daraus wird. Überspeichert. Feigling, Feigling, ja, ich weiß. Ich habe ja nur drei Dietriche. Mann, oh, Mann, oh. Okay, Herberts Truhe. Kann mir das nicht mehr. Der arme Kerl kann einem leid tun. Links. Weil der Dietrich ist ab. Also nochmal. Links, rechts. So. Rechts. Links. Rechts, rechts, links. Das sind doch alles nur links, Gerüchte. Rechts, rechts, links, rechts.
Links, rechts, rechts, links, rechts. Daran wird sich nie etwas ändern. Links, rechts, rechts, links, rechts. Rechts. Meine Meinung will ja keiner. Wer erzählt das denn sowas? Das wäre der letzte Dietrich gewesen. Wenn er gibt erstmal lecker Käse, Brot, das Grundwissen über Muskeltraining. Möglich ist alles. Supi. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Das hat er wirklich. Sorry, das war mal eben ein kleiner Freundin. Wenn ich nicht schon genug Probleme hätte. Schau, gucken wir mal. Das soll ja voller Rechtschreibfehler sein. Wenn ich hier schon beim Vorlesen bin, dann. Das sind doch alles nur Gerüchte. Wie werde ich stark? Um was richtig drauf zu haben? Ist alles. Muss man seine Muskeln. Wo hast du das denn schon wieder Wördern. Das geht, das ist doch wenn man Neues. Einfach mal draufhaut. Wo hast du ist das denn echt schon gut. Her? Kann man sich nicht drauf zweitens am besten so steht Armdrücken. Es in Heiligen Schrift. Ich nicht schon genug kann man gut in der Knappe machen. Hab ich so gelernt. Glaubst du wirklich? Auch gut, wenn man mit noch einem übt. Schwere Gewichte haben, genau das habe ich auch gesagt. Auch viel. Kann ich gut empfehlen. Mit der Zeit wird der Muskelaufbau echt gefördert. Ach ja, Übung macht den Meister. Euer Herkules. Das liegt doch auf der Hand. Genau das habe ich auch gesagt. Okay. Das hat er wirklich nicht verdient. Okay. Okay, haben wir ein paar Bücher gelesen. Nicht zu fragen. Meine Meinung kennst du ja schon. Ist ja lustig. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Keine Ahnung, sag du's mir. Das ist ja echt witzig gewesen. Supi. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ja, dann machen wir nochmal sicherheitshalber ein kleines Speicherchen. Ehrlich. Also ein Brief an Vater und Mutter haben wir geschrieben. Als wenn ich nicht schon genug Probleme hätte. Gut. Ich brauchst du das nicht so, zu fragen. So, Herbert, mal gucken. Das hat er doch vorher gewusst. Das kann doch nicht wahr sein. Ich handle stets minus nach. Hat er nicht gemerkt, dass das Buch weg ist. Ich hab da meine eigene Meinung. Irgendwas will doch keiner wissen. Okay. Das liegt doch auf der Hand. Ja. Ich hätte das nicht gedacht. Mal kurz in das Logbuch gucken. Gucken, einen Brief an Vater und Mutter. Ich habe jetzt einen Brief an meine Eltern geschrieben, doch wie sollen sie ihn erhalten? Es ist schon lange kein Schiff mehr vorbeigekommen, das nach Colines gesegelt ist. Sorry. Ich werde daher den Brief erst einmal behalten, bis sich eine Gelegenheit ergibt, ihn abzusenden. Der Büchsenmacher anheuern, irgendwas mit den alten Geschichten der versunkenen Flotte, der Alchemist. Ach, wir könnten mal noch eine alte Geschichte von Herrn Wenzel anhören, finde ich. Dann können wir die Quest auch ein bisschen hier. Jetzt hört mir. Genau. Da können wir auch mal ein bisschen von Wenzel was hören. Ich war doch so was entscheidend. Die anderen Leute zu überzeugen, dass das doch kein Dummschwätzer ist. So sehe ich das nämlich. So, wo ist das Wenzelchen denn? Das interessiert mich nicht. Der war irgendwo unten, glaube ich. Ich handle stets in Inos Nacht. Das kann das nicht mehr hören. Wirklich nicht verdient. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Und das ist lieber nicht mehr. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das liegt doch auf der Hand. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Das wäre nicht mehr sein müssen. Man erzählt sich ja so einiges. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das interessiert mich nicht. Als wenn ich nicht schon genug Probleme hätte. Das kann nicht ewig so weitergehen. Oder wir lesen hier mal ein bisschen rum. Ich werde mich da mal erinnern. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wenn man da so zuhört, die Probleme habe ich kommen sehen. Die ganzen, Ambient-Geschichten, also die Sprache im Hintergrund, ist auch alles sehr neu, also neu gemacht. Mal gucken, vielleicht ist Wenzel ist auch mal draußen. Und das finde ich gut, dass das mal so. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Genau, noch mehr Ärger kann er nicht gebrauchen. Schauen wir mal, hier haben wir einen Wenzel. So. Das kann ja nicht erzähl mir. So erzähl mir, was du erlebt hast, Wenzel. Man erzählt sich ja so einiges. Ich kann das nicht glauben. Genau. Wenn du dafür Zeit hast, Roland, gerne. Sowas? Wovon soll ich dir denn diesmal berichten? Ich kann das nicht glauben. Heute würde ich gerne etwas über die berühmte Seeschlacht genau, vor Athanos hören. Das habe ich auch gesagt. Ich denke mal,
Ein größeres Ereignis hat hier auf der Insel nicht stattgefunden. Du sagst es, Roland. Mann, da hättest du dabei sein müssen. Ich glaub nicht, es war das Aufregendste, was ich je erlebt hatte. Möglich ist alles. Leider war ich zu dieser Zeit noch nicht geboren. Ja, stimmt. Nun, wo war ich stehen geblieben? Das ist doch nichts Neues. Bisher hast du nur erzählt, dass die Seeschlacht das Aufregendste war, das du je erlebt hattest. Ich hätte das nicht gemacht. Richtig. Ich war noch nicht lange Soldat gewesen. Zwei Jahre oder so. Als wir Waffenknechte die Nachricht erhielten, dass eine große Flotte von Kriegsschiffen vor Athanos gesichtet wurde. Genau das habe ich damals auch gesagt. War unser Kommandant Lord Sintram, der ein sehr fähiger Offizier gewesen war, damit beschäftigt, unsere Verteidigungsmöglichkeiten deutlich zu verbessern. Von mir hat er hat das nämlich... Nun, das wenn das nicht gerade mit der Seeschlacht zu tun hat, würde ich das Thema jetzt gerne überspringen. Na schön. Über Lord Sintram können wir auch ein anderes Mal sprechen. Also weiter. Ich kann das nicht glauben. Als wir hörten, dass eine Flotte vor Athanos auftauchte, glaubten wir zunächst, dass es die des Königs ist. Einige wissen gar nicht, wie sehr sie das war sie aber nicht. Nein, denn schon bald erkannten wir varentinische Fahnen an den Schiffsmasten. Daraufhin wurde natürlich Alarm geschlagen. Genau das habe ich. Habt ihr denn nicht mit dem Auftauchen der Varanta gerechnet? Das höre ich zum ersten Nein, überhaupt nicht. Wir waren vollkommen überrascht. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Zwar wussten wir bereits seit Ausbruch des Krieges davon, dass die Flotte der Varanta Myrtane ansteuert, aber... Das liegt doch auf der Hand. Wir glaubten, dass es diese Ofengard abgesehen hatten. Aus diesem Grund sollte ja auch die königliche Flotte Verwengard versammelt werden. Ich verstehe. Als ihr die Schiffe noch nicht erkennen konntet, glaubtet ihr, dass ihr königliche Schiffe vor euch hattet, die auf dem Weg nach Vengard waren. Genau so ist es. In diesem kritischen Moment befahl Lord Sintram der Mannschaft, die Burg zu verlassen und den Hafen zu verteidigen. Alle Kanonen dort waren sofort zu laden. In der Burg hingegen ließen wir nur eine Handvoll Leute zurück. War das nicht riskant? Wenn der Feind erfolgreich den Hafen erobert hätte, wäre die Burg verloren gewesen. Schließlich waren die Varanta viel zahlreicher als ihr. Das stimmt. Doch Lord Sintram glaubte, dies wagen zu können. Und Innos sei Dank. Er hatte sich richtig entschieden. Denn so gelang es ihm mit Hilfe der königlichen Flotte, den Feind in die Zange zu nehmen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Tauchte die königliche Flotte denn bei Beginn des Kampfes ebenfalls auf? Nein, sie kam nicht sogleich, sondern erst einige Stunden nach Beginn des Kampfes. Bis dahin mussten wir den Feind immer wieder zurückdrängen. So steht es in den Heiligen Schriften. Einige Schiffe versuchten in das Hafenbecken einzudringen, da ihre bisherigen Angriffe an dem Anlegeplatz der großen Schiffe gescheitert waren. Das war sicher eine brenzlige Situation. Das kannst du laut sagen. Ich bediente eine der Kanonen und es gelang mir tatsächlich, das erste Schiff zu versenken. Das sind doch der Kampf dauerte bis zu diesem Zeitpunkt schon einige Stunden. Der Angriff der übrigen Schiffe aber wurde immer heftiger. Das kann ja nicht ewig plötzlich so aber ertönte ein Signal von der Borg herab. Und wir erfuhren, dass unsere Flotte gesichtet wurde, die nun den Feind in den Rücken fiel. Der Feind bemerkte dies allerdings zu spät. Der größte Teil der feindlichen Flotte konnte unserer Flotte nicht mehr entkommen. Ein Schiff nach dem anderen wurde in den Grund gebohrt. Zuletzt auch das Admiralsschiff, was schon sehr ärgerlich war. Wo hast du das denn schon wieder her? Ärgerlich? Wieso? Verstehe ich nicht ganz. Wenn das Hauptschiff des Gegners versenkt wird, muss doch der Sieg umso größer sein. Das stimmt schon, aber es wäre uns lieber gewesen, das Schiff zu kapern. Wir wussten nämlich, dass das Admiralsschiff sehr wertvolle Dinge mit sich führte. Wer erzählt denn sowas? Gold, Silber, Teppiche, aber vor allem syrianisches Öl. Meine Güte, ich hätte einen halben Monat Sold dafür gegeben, wenn ich nur eine Flasche von diesem Öl bekommen hätte. Was ist denn an diesem Öl so besonders? Es ist sehr wertvoll. In Myrtane würde man ein Vermögen dafür zahlen. Erzählt sich also einiges.
Vorausgesetzt natürlich, man findet einen Händler, der reich genug ist, dieses Öl zu kaufen. Meine Meinung kennst du ja schon. Aus diesem Grund hat fast die gesamte Wachmannschaft nach dem Öl getaucht. Aber keiner konnte was finden. Glaubst du wirklich? Ach ja, die Seeschlacht wird danach beendet. Und am Abend spendete uns Lord Zintram sogar mehrere Fässer Wein. Das liegt doch auf der Hand. So ein Sieg musste natürlich gefeiert werden. Das war doch klar. Da hast du recht. Aber sag mal, wo genau ist eigentlich das Admiralschiff gekentert? Leider kann ich dir das nicht mehr sagen. Das habe ich vergessen. Tja, das Alter, da vergisst man schon mal was. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Eine schöne gute Nachtgeschichte. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Dann werden wir mal. Ich handle stets in Inos Namen. Sicherheitshalber noch mal eine Fackel anmachen, wenn ich denn noch eine habe. Ja, ich habe noch eine gebrauchte. Das liegt doch auf der Hand. Können wir mal gucken hier. Dann nehmen wir mal eine andere Position ein. Und lassen uns über das Admiralsschiff etwas erzählen. Ich habe mir das schon gedacht. Wegen diesem versunkenen Admiralsschiff. Wer erzählt denn sowas? Was möchtest du wissen? Aber ich glaube, ich habe dir bereits alles erzählt, was ich darüber weiß. Der arme Kerl. Was ich wissen möchte, glaubst du, dass dieses Öl und die Schätze immer noch auf dem Meeresgrund in dem Admiralschiff sind? Mich brauchst du das nicht zu sagen. Naja, ich glaube schon. Selbst die besten Taucher aus der Wachmannschaft hatten Mühe, das Wrack überhaupt zu finden. Wer erzählt denn sowas? Das Meer ist an der Stelle, an der dieses Schiff gesunken ist, sehr tief. Niemand hat es geschafft, näher an das Wrack heranzukommen, geschweige denn es zu untersuchen. Das dürften wohl nur sehr gute Taucher mit viel Erfahrung schaffen. Aber warum fragst du? Hast du etwa vor, dort zu tauchen? Das hätte ich dir vorher sagen. Naja, ich würde schon gern. Aber ich habe ein kleines Problem. So? Und was für eins? Vielleicht kann ich dir helfen. Naja, weißt du, mit dem Schwimmen und so, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das habe ich auch gesagt. Du kannst doch nicht einmal schwimmen? Und dann willst du bei einem Wrack tauchen? Ich habe bestätigt, ja, vielleicht. Ich meine, ich könnte es doch mal versuchen. Oh, Innos, Junge, was denkst du dir eigentlich? Willst du dich unbedingt selbst umbringen? Als Nichtschwimmer kommst du wohl auf den Meeresgrund. Ist überhaupt kein Problem. Aber nicht bei dem Wrack und schon gar nicht lebend. Aber das mit dem Schwimmen, das kann doch nicht so schwer sein. Weißt du, wie das geht? Ich? Hör mal, da fragst du den Falschen. Ich schwimme wie ein Stein. Ich hätte das nicht gemacht. Mein Standpunkt ist, Wasser ist zum Waschen da und zum Trinken. Aber nicht zum Drumrumplanschen. Man muss eben aufpassen, was man so macht. Dann kann ich das wohl vergessen. Schade. Warum? Wenn du unbedingt willst, dann findet sie schon einen Meine Weg. Meine Meinung kennst du ja schon. Wenn du schwimmen lernen willst, solltest du vielleicht mal im Dorf fragen. Das man liegt schließlich direkt an der Küste. Da wird wohl jemand schwimmen können. Ich hab da meine eigene Aber natürlich, du hast recht. Gute Idee. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ja, gute Idee. Ist auch eine gute Idee, jetzt zu schlafen. Daran wird sich nie etwas ändern. Das höre ich zum ersten Mal. Okay, das versunkene Schiff. Boah. Bitte. Ach, Sonnenaufgang reicht, ne? Raus aus meinem Bett! Ja, ja. Wer bist du denn? Du bist ja natürlich der Oleg, richtig, ja. Ach ja. Oh, verdammt! Was willst du? Ich hab dich nicht geweckt, ich geh mal raus. Oleg hat ja ein neues Lied komponiert, da gucken wir mal Ebbe. Olegs Lied. Hat er ein neues Lied komponiert. Der Text hierzu hat er in einer Truhe aufbewahrt, die sich in einer Höhle unter dem Burgberg befindet. Oleg bat mich, diesen Text zu holen, der sich den Fuß verstaucht hat und nicht so gut laufen kann. Als Belohnung winken hier für mich 50 Goldstücke. Ich denke, ich weiß, wo das ist. Und zwar, Rico. Ich habe noch eine
habe ich denn hier? Rostige Axt, 40 Stärke, Spitzhacke. Ich denke mal, dass das da ist, wo ich ganz zu Anfang mal war. Da, wo es jede Menge... Was gab's denn da? Mäuse, Ratten. Und zwar in dieser Richtung, unter dem Burgberg. Eine Höhle unter dem Burgberg. Oh, eine Waldbeere, eine Waldbeere. Gucken wir mal, können wir hier durchs Dickicht gucken? Hier. Dickicht gucken. So. Und dann gehen wir hier hin. Schauen mal. Okay, kommen wir wieder zurück. Die dritte Ansicht. Ich glaube, dass hier eine Höhle sein kann. Die einzige logische Schlussfolgerung. Nur hier wird es natürlich Getier geben. Aber welch. Da ist es. Ach ja, hier, so ein komischen Mole-Rat war das, glaube ich. Ein Atanos-Mole-Rat, richtig. So, und ich bin weiter nicht gegangen, weil es mir zu gefährlich war. Und ich habe auch noch keine Fernwaffe. Also, trotzdem gucke ich mal. Waldbärchen. Da ist eine Höhle. Ach ja, toll. Da sind Gobos drin, glaube ich. Ja, hör sie doch schon. Ob ich die einzeln rauslogge, könnte ich mal riskieren mit meiner Stärke. Ja, man muss alles probiert haben. So habe ich das Sammeln nämlich auch mal gemacht. Aber erstmal gucken, was wir hier so alles haben. Noch so an Reuterchess. Aber ich glaube nicht, dass die Gobos sich einzeln herausholen lassen. So, wo bist du? Wo seid ihr denn? Okay. Ja, da ist schon einer. Oh, das sind drei, vier. Okay, einer kommt schon. Super. Könnte ich sogar packen? Ja! Oh, da kommt der nächste! Oh, ein schwarzer auch noch. Okay, das hat diesmal nicht geklappt. Das ist doch toll. Ja, wie schon gesagt, das ist Risiko. Ah, hier ein schönes andere Ladebildschirmchen. Schön. Das ist auch noch die Seite, ne? Ne, das ist der Burggarten. Oder eine andere Stelle. Ja, nee, das bringt wohl nichts. Habe ich leider kein Glück. Gut, dann müssen wir das mit Olegs Laute verschieben. Aber lasst uns doch mal schon mal ins Dorf gehen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Waldbärchen. Akrobatik kann ich ja auch noch von einem lernen da oben. Von Hinz und Kunz. So, ich bin so neugierig. Ich bin neugierig auf das Dorf. Weil ich kenne das ja schon. Wie schon gesagt, ich habe es mal vor Jahren mal angespielt. Guck mal, was haben wir denn hier? Geht's auch seitlich weg. Blutfliegend. Nee. Das lädt immer so zum Scouten ein hier. Oh, schön, Wölfe. Na, wunderbar. Aber was machen die sich denn daher?
Und ich glaube eine Ratte. Und das ist Wildnis. Das ist Wildnis. Blauflieder. Lecker Blauflieder. Mann und Lebensenergie. Rudele, Blauflieder. Oh, ich höre sie schon bellen. Es kann ja sein, dass wir hier ein bisschen was finden. Irgendwie was ganz Seltenes. Aber was? Auch nur Blauflieder am Stamm. Ach, die Drachenwurzel oder so. Nein. So, hier haben wir einen Baumstamm. Was? Ja, da war was. Da war was. Man konnte einfach mal so einen ganz schweren Baumstamm mal so mit sich schleppen. Hier, guck mal, Baumstamm. Ach, hier, guck mal. Und Bürster so. Baumstamm. Okay, was hat es denn mit dem Baumstamm auf sich? Eine Holzfäller-Axt. Oh, ein Holzstumpf. Ach. Cool. Sehr gut. Was jetzt? Kriegt das Ding hier auseinander? Okay, wer ist das? Überraschung. Es ist ein Waffenknecht. Okay. Also, muss ich mal gucken. Was habe ich denn gemacht mit dem Baumstamm? Ein Baumstamm, gutes Holz. Wert, zack. Ach, ich habe ja noch irgendwie... Doppelter Apfel und Pilztabak. Hat das jetzt was gemacht? War hier ein bisschen. Jetzt 160. Holzstumpf. Baumstamm. Hat nichts gemacht. Vielleicht muss ich irgendwie noch was hier machen. Ach, eine Säge. Baumsäge. Holzstammsäge, okay. Das Herstellen von Pfeilen. Hey, beim Pfeile herstellen? Das ist ja cool. Alex Lead Quest, das Herstellen von Pfeilen. Allgemeine, Wachdienstordnung auf Athanos. Das Betreten der alten Goldmine, der sogenannten Roten Mine, wurde vom Kommandanten wegen Verschüttungsgefahr verboten. Das Herstellen von Pfeilen, da ist es. Theodor kann mir beibringen, wie man Pfeile herstellt. An einer Werkbank könnte ich unter anderem Pfeile und besondere Bolzen herstellen, wenn ich über das nötige Wissen verfüge. Normale Bolzen hingegen könnte ich mit einem Rohstahl am Amboss herstellen. Ein guter Schmied wäre in der Lage, mir das alles beizubringen. An einer Säge kann ich Holzscheiben jetzt sägen, die ich mit einer guten Holzfäller-Axt an einem Holzklotz zu Pfeilschäften spalten kann. Na, das dürfte für mich kein Problem sein. Na siehste. So, dann habe ich also jetzt was gemacht? Guck mal, hat sich irgendwas im... Ja! Was ist denn das? Eine Holzscheibe. 8 Holzscheiben. Holzscheibe müsste noch gespalten werden. Ja, jetzt haben wir es. Also, Hammer. Ich finde das immer klasse, dass man noch mehr Skills hat und sowas. Habe ich jetzt eine Pfeile? Habe ich denn jetzt Pfeile? Habe ich eigentlich Pfeile? Ich habe nur... Das sind nur Bolzen. Was ist das schon? Leeres Blatt Papier. Ach ja, richtig. Nö, ach nee. Geht dann natürlich nicht, weil... Holzscheibe spalten. Holz gespalten. Wie oft kann ich das noch machen? I'm a lumberjack and I'm okay. I work all night and sleep all day. So, jetzt muss ich mal gucken. Muss doch irgendwas jetzt gebracht haben. Nee. Ja, also nochmal 3 Holzscheiben. Ach, ich lass mal welche über. Ja, okay, das ist eine schöne Fähigkeit. Mir selbst beigebracht. Ah, ich bin autark. Autodidakt. Ah, hier gibt es hier schöne Sachen. Clipping. Also kein Clipping, besser gesagt.
Die Fläche wurde nicht. Und da hinten ist ja die Albatros. So. Eine wunderschöne Kulisse. Ich glaube, ich habe einen Druck auf der Blase und weiß nicht, wohin ich piep. Ja. Da sind schon die Mädels. Hallo, Mädels. Ah, endlich. Frauen. Ob blond, ob braun, ich liebe auch die Frauen. Ah, hier, der Yoda. Wen haben wir hier? Die Dorothee. Dorothee. Schön. Ups. Ja, schön. Wie kann man verweilen? Dies ist schön. Hier bleibe ich. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Doch, mehr im achten Teil. Macht Kommentare, macht einen Daumen hoch. Ich freue mich, freut euch auch, denn es ist wieder soweit, dass wir jetzt leider an dieser Stelle Schluss machen müssen. Und ich freue mich beim nächsten Zusehen. Tschüss!